Sam, Camper gebracht, die Halle begeistert. Ja, wir blicken erstmal aufs Positive. Was eine geile erste Halbzeit. War echt ganz stark, kommt super ins Spiel. Spielen das vorne mit viel Tempo. Sehr geil, geile Abwehr, alles reingehauen hinten. Halten die Bälle, spielen schnell nach vorne, das Tempospiel, das wir bringen müssen. Strafen da auch die Fehler, die sie machen, genauso wie man es machen muss in der zweiten Liga, und spielen echt eine starke erste Halbzeit. Und dann kommt das Déjà-vu. Eigentlich gute Leistung und wir stehen wie in Hüttenberg mit 0 Punkten da. Wie tief sitzt die Enttäuschung? Tut heute noch mehr weh als in Hüttenberg? Tut heute deutlich mehr weh. Also in Hüttenberg war es eher so, wir waren ja, was war hinten, 6-7, so irgendwas. Und dann bringen die uns auch ein bisschen zurück ins Spiel. Wir natürlich auch selber mit einer guten Abwehrleistung, guten Torhüter dahinter. Wir auch schaffen wir es wieder ins Spiel zu kommen. Aber heute tut deutlich mehr weh, weil wir das Ding eigentlich verschenken, ist hart gesagt. Wenn du gegen Bietigheim, gegen Erstliga-Absteiger so lange mehr als mithältst. Ja, aber trotzdem stehst du am Ende mit 0 Punkten da, musst 2 spielen. Kannst du davon nichts kaufen in der zweiten Liga. Ist das das Lehrgeld, das man als Aufsteiger, als junge Mannschaft zahlt, auch gegen so erfahrene Teams wie Hüttenberg und wie Bietigheim? Ja, schwierig, stimmt schon, wir sind da zu wenig abgeklärt, vor allem heute, dass wir das Ding hergeben und am Ende, ja, spielen wir einfach nicht das, was wir gut können, mit Tempo in die Kreuzungen, die Abwehr bewegen, viel aus der Bewegung ins 1 gegen 1, das hat super funktioniert in der ersten Halbzeit und auch eigentlich die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte, und dann spielen wir es brutal statisch und da sind sie halt abgeklärt genug, hinten zu bleiben und keine Fehler, leichten Fehler in der Abwehr zu machen, und dann ist es brutal schwer. Wenn du die nicht bewegt bekommst, dann machst du halt auch keine Tore. Und jetzt sind aller guten Dinge 3. Nächsten Samstag haben wir wieder ein Heimspiel. Sind wir dran gegen Hamm, umso schwerer, aber Heimspiel, Schänzelhölle. Erzähl heute zur Stimmung, das kann doch tragen. Ihr wart ja heute wirklich wieder auf einer Welle mit dieser Euphorie im Rücken. Ja, war wieder, wie man die Schänzelhölle kennt. Es war wahnsinnig geil von Anfang an, auch befeuert durch unseren guten Start, kriegen wir da so eine Rückendeckung und die Halle ist voll da, ab der ersten Minute. Ja, Heimspiel ist natürlich brutal geil, aber Hamm wird schwer mit der schwere Partie. Die sind wirklich sehr gut drauf, hat man im Pokal gesehen. Und auch im ersten Spiel Bietigheim mit 8-9 geschlagen. Ich weiß nicht, wie sie heute gespielt haben. Aber sie sind auf jeden Fall starker Favorit. Wir werden trotzdem alles geben, da bin ich mir sicher. Und wir werden sehen, was geht. Hat man auch nicht gedacht, dass wir gegen Absteiger Bietigheim und gegen Hüttenberg, die auch Ambitionen haben, vorne mitzuspielen, dass wir auch wieder eine gute Leistung da bringen, so mithalten, bis zum Ende das Ding offen halten und auch in beiden Spielen die Chance haben, Punkte mitzunehmen, im einen ein bisschen mehr wie im anderen. Ja, aber trotzdem wird das schwer. Deswegen schnellstmöglich Kopf hoch und dann wieder Vollgas. Die Halle wird da sein, definitiv, so wie heute auch, und dann schauen wir, was drin ist. Danke, Sam.